Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe gerade wieder mal eine Tagesaufgabe war abgeschlossen. Ich glaube, kaufe einen Spieler oder so. Ja, genau, kaufe einen Spieler und dafür gab es halt diesen wunderbaren Bronzeverträge-Set. So, jetzt aber. Zwei Spiele in Folge gewinnen. Come on. Und wie es aussieht, schaffe ich anscheinend doch nicht mein geplantes Ziel von 10 Spielen, also dass wir noch 15 übrig haben, weil ich glaube, ich werde jetzt noch zwei schaffen und das war's dann. Die restlichen muss ich dann wohl am Sonntag machen. Also 16 Spiele, wie es aussieht. Lass mich kurz nachdenken. So, jetzt gewinnen wir zwei Spiele in. Ach nee, wir müssen mit Calcio A spielen. Gewinnen wir zwei Spiele in Folge mit der Calcio A und mit der Bundesliga und Bums aus Nikolaus. Fertig aus. Einfach mal jetzt festgelegt. Halt! Wir hatten doch Strootmann gekauft für Gonalons. Fällt mir gerade ein. Die Verträge hat Gonalons noch drei, den können wir also verkaufen. Aber ich brauche noch den ZM zu ZDM Wechsel. Verbrauchsobjekte. Positionsmodifikator. Hoffentlich ist er nicht teuer. Eins, drei. Auch das scheint noch zu wenig zu sein. Zu viel. Aha. Aha. Achthundertfünfzig, nehmen wir den. Ist abgelaufen. Nehmen wir einen für 950, auch das ist noch preiswert. Shadow müsste ich noch haben, aber wir können trotzdem mal gucken, ob Shadow da ist. Wir können auch mal gucken, ob Hunter da ist. Ich brauche zwar gerade kein Hunter-Style, aber als ich mal geguckt hatte, war nämlich keiner auf dem Markt. Deswegen ist es wie immer, dass Hunter da eher wenig da ist. Ja, gibt's wieder keinen, nice. Shadow gibt's auch nicht, oh mein Gott. Okay, dann tauschen wir mal Gonalons gegen Strootmann aus. Ich habe wieder auf weiter gedrückt. Aber sobald er eine Info bekommt, ist er wieder da bei mir im Team, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, er ist ein ZM, deswegen. Stellen wir das mal ein. Strootmann mit Shadow. Und ich glaube, der wird mit Shadow auch besser als De Rossi sein. Ach, warum haben wir eigentlich De Rossi noch keinen Chemistry Style gegeben? Ich denke, auch bei ihm wäre Shadow am besten. Wobei, vielleicht würde ich auch Anker passen. Nee, eigentlich würde ich schon sagen, dass auch hier Shadow am besten ist. Geben wir aber erstmal Strootmann Shadow. Haben wir, wie viel Shadow haben wir denn noch? Zweimal, das würde genau passen. Das würde genau passen. Und ZM zu ZDM. Und er ist Linksfuß, deswegen wird er mal den Platz tauschen mit Rossi. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wollen wir Rossi Shadow geben? Ich werde mal gucken, ob es ihm preiswert mit Shadow zu kaufen gibt, weil ich glaube, das wird uns zu teuer. Also wäre sonst Verschwendung, glaube ich. Erstmal gucken, was er ohne Chemistry Style kostet. Vier, drei. Es gibt ihn einmal für 3-1, das ist ein Schnäppchen, deswegen kaufe ich den direkt mal. Den kann ich nämlich direkt wieder verkaufen, mit die Verträge, sogar 11 Verträge. Der zweiteuerste liegt bei 4000, das heißt, wenn ich den für 4000 reinstelle, mache ich auf jeden Fall ein paar hundert Coins Gewinn. Und das mache ich jetzt auch.
Startpreis 3,9. Sofortkaufpreis 4.000. Also kostet er ohne Chemistry Style um die 4.000. Jetzt gucken wir mal, ob es ihn mit Shadow oder Anchor gibt. Ich würde ihn auch mit Anchor spielen, wenn es ihn da schon gibt. Und er preiswert wäre. Aber Shadow wäre natürlich deutlich besser. Gibt's nicht. 6.000, der kostet um die 4.000. Ich glaube, Anchor kostet keine 2.000, deswegen lohnt sich das nicht. Ja, dann werde ich wohl den sauren Apfel beißen und meine letzte Shadow-Karte dafür verwenden. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil, ja, ich habe dann keine mehr. Muss dann erst wieder auf dem Transfermarkt drauf lauern, dass sie wieder irgendwo reingestellt wird. So. Hat nur 91 Fitness, sehe ich gerade, aber das hält ja schon ein Spiel aus, ist kein Problem. Und dann fangen wir jetzt mal an mit Spielen. Mann, 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 Mann. Langer Vorlauf wieder, aber egal. Ja, rot-schwarz, okay, weiß-schwarz ist noch besser. Konzentration, und jetzt auch mal mit der Calcio A gewinnen. Ich will nicht immer 3, 2-0 führen und dann wieder aufs Maul bekommen. Oh, was hat denn der da im Sturm? Krasses Team, Boateng, Hummels. Vidal, Thiago, in Form Aubameyang. Oh Gott, okay, wenn ich das verliere, dann verliere ich es eben, weil er hat einfach mal ein mega krasses Team. In Form Aubameyang, ich weiß nicht, was der kostet, über 1 Million wahrscheinlich. Ich gehe auch direkt auf Defensiv mit seinem schnellen, krassen Sturm. Nein, nein. Das ist gut hingestellt. Schuss geblockt, so wie es sich gehört. Stellungsfehler. Hat sich doch Shadow schon gelohnt auf Rossi. Ich glaube nicht, dass ich den Ball noch erlaufen hätte ohne Shadow. Unglaublich krasser. Ich weiß nicht, war das ein Konter? Auf jeden Fall schon wieder Anderson. Meine Herren, da geht wirklich ab als RM. Und der Pass vorher. Ich wollte noch sagen, du Idiot, warum spielst du den Pass, den Laufpass inne und nicht außen? Aber wenn er natürlich inne ankommt, perfekt. Ich glaube, es war Gulam. Richtig krasser Pass. Und dann macht er ihn auch einfach flach ins lange Eck. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das so gut funktioniert. Und jetzt gehen wir weiter. Aber ich lasse erstmal auf Defensiv und würde erst bei einem 2-0 auf sehr defensiv gehen. Weil die beste Verteidigung in FIFA 18 noch mehr als in anderen FIFA-Teilen ist nun mal Tore. Auch wenn man selbst mit einem 3-0 noch verlieren kann. Oh Gott, das werde ich nie wieder vergessen, dass ich ein 3-0 verloren habe. Aber ich glaube, es war in FIFA 17 auch so. Nur nicht so zeitig in der Saison. Aber ich glaube, zumindest habe ich mal ein 3-0 zu einem 3-3 mindestens gemacht. Es könnte aber auch sein, dass der dann noch 4-3 gewonnen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aus der Drehung war nicht der einfachste Abschluss. Macht den Schuss da schon in den Stand? Ne, doch nicht. Macht einen Berberspin. Und noch einen. Oh, das hat er gut gemacht.
Guter Schuss, krass, dass den Fährmann einfach festhält. Schade. Ich glaube, die Flanke wäre ziemlich gut gekommen. Schlecht positioniert von mir, wer auch immer da stand. Ja, er spielt ja auch Mtep im Sturm, fällt mir gerade ein. Also als linken Stürmer. Was irgendwie merkwürdig ist, dafür, dass er halt Aubameyang im Sturm hat und auch so halt ziemlich krasse Spieler, dass er damit Mtep spielt und nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Reus oder sowas hat. Schade. Oh, was für eine Kontermaschine. Hinter hat zum Glück keinen krassen Körper. Ich gehe jetzt doch mal auf der Defensiv. Aufgrund dieses scheiß Konters, den er da gerade gespielt hat. Wo wir halt hinten Probleme hatten. Wollte ich natürlich nicht dahin spielen, aber zum Glück klappt's. Und da haben wir Glück, dass das kein Tor war. Aber krass, dass er sich da von der Schusstäuschung halt so leicht aussteigen lässt. Das hätte ich nicht gedacht. Aber das ist mal jemand, der etwas mehr trippelt, auffälligerweise, was... Quatsch, etwas mehr Tricks, was bisher eher weniger der Fall ist, dadurch, dass man mit normalen Dribbling eigentlich so einfach durch kann. Wieder ein geiler Pass von... Schade. Ein geiler Pass von Ghulam. Ganz selten, dass der mal im Aufbauspiel einen Ball verliert. Schade. Higuain überzeugt mich aber bisher nicht so, muss ich sagen. Also, klar, spielen ohne Champions League Style. Aber als 90er Stürmer erwarte ich da eigentlich mehr. Oh, der Fährmann hält aber auch gut. Aber okay, Higuain könnt ihr einfach mal unhaltbar schießen. Ah, ich weiß nicht, ob das geplant war von ihm. Ich glaube, er wollte eine Anspielstation eher anspielen. 1-0 verteidigen ganz gut, aber ich glaube nicht, dass wir mit einem 1-0 hier gegen ihn bestehen werden. Der hat einfach so einen krassen Sturm. Er macht bestimmt irgendwann ein Tor. Aber ich versuche natürlich trotzdem, das zu verhindern und zu Null zu spielen, wie wir es mit der Bundesliga jetzt zweimal in Folge geschafft hatten. Benatia schaltet in den Sturm ein, alles klar. Da wäre ich durch gewesen, ich wusste es nicht und habe deswegen die Schusstäuschung gemacht. Scheiße! Schade, schade, schade. War gar nicht so schlecht der Schuss. Aber halt leider nicht gut genug. Lieber Andersen läuft mit.
Der Sharabi nicht genug Körper, um sich da gegen Piszczek durchzusetzen. Schwacher Pass von Gulab. Er spielt zwei riesengroße, krasse. Laufpässe und dann so ein Scheiß, ey. Oh, soll denn eine Schusstäuschung werden? Mist! Stimmt, auch Coman ist jetzt eigentlich nicht so der super krasse rechte Stürmer, fällt mir gerade so ein. Ist irgendwie merkwürdige Wahl, die er da getroffen hat. Glücklicherweise spielt es mittlerweile gar nicht mehr gut davon. In den Konter kommt er nicht wirklich rein, das habe ich bisher sehr gut verhindert. War merkwürdig, das war sehr komisch gespielt. Oh, Kreil, geil von Mustacho gespielt. Oh, was war denn das für eine Schusstäuschung? Sollte auch in den Stand gehen, hat leider gar nicht geklappt. Aber er scheitert jedes Mal an meiner Abwehr, das gefällt mir. Och, genau in den Gegner reingedreht. Wie blöd bin ich denn? Haben wir Glück. Hallo, sehr schade, hat man Deckel drauf gemacht. Oh, es wäre so unverdient gewesen, zum Glück. Das war gerade Panikpass, das muss ich zugeben. Oh, eigentlich gut gemacht mit Rossi und weg damit. Sehr gut. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen auf Zeit. Eieiei, das macht er gut oder ich schlecht, eins von beiden. Das macht er dafür aber auch schlecht.
Das war's. Abgefällt. Jetzt können wir auch reinflanken, weil das Ding ist durch. Na? Ho, wir wollen doch direkt mal Volley nehmen, nice. Wir haben gewonnen, endlich wieder mit der Calcium. Zu 0. Richtig geil. 1-0. Sehr seltenes Ergebnis in FIFA 18. Tore. Philippe Andersson, wer sonst? Vorlagen, Lichtsteiner. Ja, Higuain, was macht er denn? Ist zwar einige Male zum Abschluss gekommen, aber so richtig geiles Hammertor hat er nicht geschossen. Also, bisher hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Aber wirklich 0. So, ich muss mal hier das Licht anmachen, bevor wir das zweite Spiel spielen. Moment. Eieieiei. So. Jetzt noch eine Partie mit der Bundesliga und der Rossi ist auch direkt mal platt. Aber war eine gute Idee, ihm Shadow zu geben und auch. Ja, komm, jetzt geben wir ihm auch einen großen Vertrag. Und halt auch Strohb mal mit Shadow zu nehmen. Ich glaube, der ist nochmal geiler als Gonalons. Philippe Andersson macht einen richtig guten Job da. Also bisher bester Außenmittelfeldspieler, von daher wird er jetzt auch erstmal. Da gucke ich auch gar nicht erst nach, ob es noch irgendwas anderes Geiles gibt, weil da will ich gerade gar nichts anderes probieren, aber trotzdem gebe ich ihm erstmal nur einen kleinen Vertrag. Aber der, ja, bisher gefährlichste Außenmittelfeldspieler, was schon krass ist. Gut, Herr Wagner, dann zeig mal, was du drauf hast. Strohmann ist ja auf Garantie hier noch nicht mit dabei. Muss wieder liefern, wobei ich halt jetzt immer mit Wagner gewonnen habe, ne? Also, Und hat auch immer noch in 4 Spielen 7 Scorerpunkte. 5 Tore. Also auch mehr Tore als Spiele. Und dann halt noch 2 Vorlagen. Das kann sich sehen lassen als Stürmer. Und ich finde das einfach so geil, mit diesem Hoffenheim-Dreieck davon zu spielen. Das macht irgendwie Spaß. Da den gleichen Verein zu haben. Ah, aber dieses Trikot hatten wir auch mal kurzzeitig, was er hat, sein Trikot. Aber das hat mir ja doch nicht so gefallen. Vor allem das Auswärtstrikot nicht. So, jetzt konzentrieren, wieder zu Null spielen. Was haben wir hier? Das ist bestimmt, wie heißt er? Na, Jarmolenko, habe ich gesagt Jarmolenko? Ja, genau, das ist dieser Inform von. Und der spielt mit Origi und mit Hintep, das sind auch wieder alle schnelle Spieler. Forsberg, Delaney, Hardegi, aber in der Abwehr hat er ein bisschen wenig Geld ausgegeben. Generell nicht so teures Team, wir haben da auf jeden Fall das bessere Bundesliga-Team. Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Das war schwach von mir. Er macht keine unüberlegten Pässe, das ist schon mal sehr krass, aber das spricht erstmal für unsere Abwehr, dass er hier immer wieder zurückspielt und nicht durchkommt. Ja, sorry, der Pass war einfach scheiße, da kann auch Wagner nichts für, wenn der Pass so kurz und schlecht kommt.
Ah, Wendell hat er. Bänder auf Außen, das gefällt mir auch nicht so wirklich. Mein normaler Passer macht leider selber einen Laufpass draus, was wahrscheinlich auch daran lag, dass Kramaric im Lauf war. Immer noch Bänder auf Außen, Mann! Schön von Piszczek abgefangen. Leider zu unplatziert von Wagner. Er ist auch sehr diszipliniert in der Abwehr, also krass. Da hat er jetzt eigentlich genügend Zeit gehabt, also das Ding hätte auch mal reingehen können. Das war auf jeden Fall jetzt mal ein Schuss, wo ich sage, bin ich etwas enttäuscht, dass der nicht drin ist. Boah, das war doch schon fast ein Foul. Wusste es. Konnten uns auch gut hinstellen, sehr schön. Schade. Also er scheint auch gerne den ein oder anderen Trick einzubauen, aber er funktioniert bisher überhaupt nicht. Oder die Tricks haben bisher überhaupt nicht funktioniert. Tollerweise. Einständiger Schuss, aber ich kann auch zurzeit auch nur aus der Distanz schießen, weil er nicht wirklich was zulässt. Da haben wir Glück, dass da nicht reingeht. Bender zum Glück auch kein guter Volley-Schütze. Ich denke aber, das war auch mehr eine Verzweiflungsflanke, als dass es das jetzt genauso geplant war. Und dann haben wir Pech, dass der einfach komplett ungedeckt ist, Bender. Was die Scheiße soll, weiß ich auch nicht. Machen wir gut mit Toprak. Schade, aber schöne Idee. Sehr ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall. Und wie gesagt, Wagner hat einen Schuss abgegeben, wo ich ja gesagt hätte, okay, den macht er jetzt, den hat er nicht gemacht. Das heißt, wenn er jetzt nicht noch irgendwie überzeugt in dem Spiel, dann war es das auch schon wieder für Wagner. Also er steht wirklich unter ganz harter Kontrolle, aber das liegt einfach daran, weil es viele Situationen gibt, wo ich halt merke, okay, mit einem Vollan zum Beispiel hättest du jetzt den Gegner halt austribbeln können, hättest du nochmal einen schönen Doppelpass spielen können oder so. Das ist halt das Problem.
dass einfach, er ist halt spielerisch sehr limitiert. Und das merke ich in vielen Situationen. Deswegen, er muss halt einfach mit seinen Abschlüssen kommen und, oh Scheiße, das war richtig schlecht. Und die sind bisher eher nicht gekommen. Das hat er uns leider sehr ungeordnet erwischt. Boah, was für ein schlechter. Egal. War auch nicht geplant. Danke. So, konzentrieren, nicht mehr weiter groß dumm rumlabern, sondern konzentrieren, die Buden machen. Hätte er auch mal machen können, der Herr Arangis. Schade. So, jetzt vielleicht Wagner, wenn er jetzt einen machen würde, wäre geil. Sich leider nicht durchgesetzt. Oh, zum Glück. Es war auch kein Abseits. Krass. Schon zwei Riesenchancen nicht gemacht, der Gegner. Man hat auf jeden Fall größere Chancen als ich hatte, muss man zugeben. Von daher wäre eine Führung bisher nicht unverdient für ihn. Schwacher Pass. Eieiei. Das war wieder mal so ein merkwürdiger Trick, da nicht funktioniert hat und da wollte ich nicht hinpassen. War auch keine gute Situation für einen Abschluss. Och nee. So ein schwacher Pass von Schmelzer. Konzentrieren, come on. Ich glaube, ich wechsle mal Lemar ein für Zuber. Also ich bin nicht zufrieden. Wir machen nach vorne zu wenig. Ich glaube halt, das ist wirklich so ein Spiel, wo Wagner mit seiner Begrenzung mich stört. Also wo er wirklich durch die Limitiertheit da mir so wenig zulässt. Weil ich bräuchte hier wirklich einen mitspielenden Stürmer. Das ist richtig scheiße. Macht leider einen Laufpass draus. Krass, kein Foul.
So, jetzt beugen wir uns mal ganz kurz. Ja, das war der Plan. Danke. Nice luck. Okay, er macht wieder mal das wichtige 1-0 und das in der 90. Und wir gewinnen wieder durch Wagner das Spiel. Und es war wieder kein wirklich super einfacher Abschluss, aber er macht ihn halt einfach dann schön in der Box. Wäre dann auch sonst der zweite Schuss gewesen, wo ich denke, den muss Wagner machen und er macht ihn nicht, aber er macht ihn, er macht ihn. Ja, Wagner, du bleibst, wir gewinnen wieder, wir spielen wieder zu 0. Es ist nicht verdient, wenn wir jetzt gewinnen, das muss ich sagen. Gegner hätte ja definitiv führen müssen. Und ich denke, ein Sieg wäre auch verdient gewesen für den Gegner. Er war jetzt zwar nicht sehr viel besser als ich, aber er hat halt zwei riesen Chancen, zwei Großchancen. Und ich habe quasi keine einzige wirkliche Großchance generiert. Deswegen wäre ein Sieg für den Gegner verdienter gewesen. Zwei Siege in Folge, in your face. Genauso wollte ich's. Nice. Und ja, ich glaube, das war's dann leider für heute. Das heißt, 16 Spiele für Sonntag. Vielleicht schaffe ich heute noch eins. Muss ich gucken. Aber muss ich erstmal noch ein bisschen aufräumen. Dann muss ich gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Vorlagenbänder. Ja, das ist halt krass. Wir gewinnen einfach auch jedes Spiel mit Wagner. Deswegen, immer wenn ich denke, das war's jetzt und im nächsten Spiel fliegt er raus, überzeugt er mich wieder vom Gegenteil. Gut, wir haben erst 5 Siege nach 9 Spielen, aber wir werden etwas besser. 2 Siege in Folge ist doch schon mal nicht schlecht. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.